der US-Präsident Lyndon B. Johnson mit Lügennase, Elvis Presley ohne Tolle, dafür mit militärisch wirkendem Kurzhaarschnitt und ein Zeppelin, der am Empire State Building anzudocken scheint. Echte Hingucker, doch alles Manipulationen. Das Besondere daran, die Fotos wurden gefälscht, lange bevor es Bildbearbeitungsprogramme wie Photoshop gab. Eine aktuelle Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum of Art beweist, der Drang zur Fälschung gehört zur Fotografie. Tatsächlich ist die Motivation, ein Bild zu bearbeiten, über all die Jahre gleich geblieben. Das kann politische Hintergründe haben, künstlerische oder ganz einfach der Wunsch sein, das Foto besser aussehen zu lassen. Von der Möglichkeit, Bilder nachträglich zu bearbeiten, machten vor allem Politiker schon früh Gebrauch. Als sich Diktator Stalin mit dem Chef der sowjetischen Geheimpolizei überwarf, ließ er ihn kurz entschlossen feuern und auch gleich aus allen Fotos löschen. Und auch Adolf Hitler ordnete 1937 an, seinen Vertrauten Joseph Goebbels aus allen Bildern mit der Filmemacherin Leni Riefenstahl zu entfernen. Die Gründe dafür sind unklar. Diktaturen waren nicht nur darauf bedacht, Leute im wahren Leben auszulöschen, sondern auch aus Bildern. Dazu wurden sie einfach übermalt und die Fotos dann neu veröffentlicht. So hatte es den Anschein, als ob die Personen niemals existierten. Wie die Öffentlichkeit schon in den frühen Tagen der Fotografie mit Fake-Fotos in die Irre geführt wurde, ist noch bis Ende Januar in New York zu besichtigen.